Direkt die Organisatorin Mireille Gosso. Sie haben das Ganze in die Wege geleitet. Ein wahnsinniger Ansturm. Wie gehen Sie damit um? Ja, ich bin total überwältigt. Und es zeigt einfach auch, dass dieses Thema schon so an der Erdoberfläche schon so gebrodelt hat und nur darauf gewartet hat, aufzusprechen, um endlich über strukturellen Rassismus zu sprechen, endlich darauf aufmerksam zu machen, dass einfach People of Color und Black People of Color unter strukturellen Rassismus leiden, unter Ungerechtigkeit. Hatten Sie schon davor immer wieder dieses Bedürfnis, so eine Kundgebung zu veranstalten und haben Sie jetzt natürlich durch den tragischen Vorfall in Amerika gesagt, jetzt muss es natürlich sein, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, auch so eine Veranstaltung hier über die Bühne gehen zu lassen? Es hat ja immer wieder Veranstaltungen gegeben und Demonstrationen gegeben zu Rassismus. Also es gibt auch wieder am 20. Juni gibt es ja auch wieder eine große Rassismus-Demo. Aber als ich dieses Video, was ich nicht ganz bis zum Ende geschaut habe, weil ich konnte es mir einfach nicht ansehen, gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, es muss sich was verändern. Weil wissen Sie, als People of Color und Black People of Color, wenn wir uns in die Augen sehen, ja, dann verbindet uns das. Es ist unsere Geschichte, die wir miteinander teilen. Und es ist das, was jetzt passiert ist. Diese Geschichte von George Floyd. In George Floyd haben wir einfach unsere Söhne gesehen, unsere Männer gesehen, unsere Tanten, unsere Onkel und alle Black People of Color und People of Color. Es hat einfach so wehgetan. Und deshalb, glaube ich, ist auch die Bewegung so international geworden, weil einfach so viel Betroffenheit dahinter steckt. Jetzt gibt es natürlich, ausgelöst durch diesen tragischen Vorfall, viele Hashtags, unter anderem Black Lives Matter. Am Dienstag hat der Blackout Tuesday vor allem in den sozialen Netzwerken stattgefunden. Aber auf der anderen Seite hat es auch den Hashtag gegeben All Lives Matter. Und da ist schon so viel publik gemacht worden, dass dieser Hashtag nicht wirklich hilft, sondern eher sogar noch schadet. Wie sehen denn Sie das? Wie stehen Sie dazu? Können Sie uns das ein bisschen erklären? Also ich möchte alle Leute nur darauf auffordern, ja, auch die weißen Menschen, auch die weiße Mehrheitsgesellschaft, einfach Black Lives Matter. Es geht nicht darum, dass wir nicht wissen, dass wir alle unsere Probleme haben, unterschiedliche Religionen haben, Mann, Frau, unterschiedliche Bildung haben, unterschiedliche Arbeitsstellen haben. Jeder Mensch hat seine Probleme, das wissen wir. Aber bei der weißen Mehrheitsgesellschaft ist das Weißsein eben kein Problem. Und was eben bei dem Black Lives Matter, um was es eben geht, dass Schwarzsein eben auch ein Problem ist, ja, für viele, viele Menschen. Und dass dieser strukturelle Rassismus einfach besteht, ja. Jetzt schaut man hier so durch die Runde. Ich glaube, es sind schon über 1000 Teilnehmer hier. Man kann das gar nicht so gut abschätzen. Ein wahnsinniger Erfolg natürlich für Sie und für Ihr Team, für den Zusammenhalt. Aber durchwegs ist es eine jüngere Altersgruppe. Also man kann so sagen, zwischen 15 und 25 sind definitiv die meisten Teilnehmer hier. Was sagt denn das für Sie aus? Es sagt einfach aus, dass ich kann es auch verstehen, wenn ich nur an meinen Sohn denke, hier geboren, ja, hier aufgewachsen, deine ganze schulische Laufbahn hier zu machen und immer nicht akzeptiert zu sein, dass gerade bei der Jugend das sehr, sehr, sehr wehtut. Ja? Und ich glaube, dass Sie, gerade speziell für Sie, es wichtig ist, dass wir uns, dass endlich einmal alle Leute aktiv zuhören. Es gibt einen strukturellen Rassismus und das, was dagegen getan wird, auch auf politischer Ebene, dass man einen Aktionsplan macht gegen Rassismus, sich dagegen setzt und einfach auch Solidarität zeigt. Jetzt macht sogar die Wiener Polizei mit. Am Polizeiwagen habe ich gesehen, bei der Anzeigentafel selbst natürlich die Worte Black Lives Matter. Was bedeutet das für Sie? Ich finde das großartig. Ich finde es einfach wirklich, ich finde es wirklich großartig. Ich finde es so großartig. Ja? Entschuldigung, ich bin jetzt gerade verwirrt gewesen, wenn die Leute da hinten gerufen haben. Ich finde es so großartig, dass einfach auch die Polizei hier ein Zeichen setzen will. Ja? Es geht jetzt nicht darum zu sagen, dass die Polizei insgesamt eine schlechte Institution ist. Ja? Wir wissen alle, dass die Polizei gute Arbeit leistet. Worum es hier geht, ist einfach dieser strukturelle Rassismus, der halt auch in der Polizei besteht, darauf aufmerksam zu machen und dass wir schauen, was können wir dagegen tun, was für Maßnahmen können wir nehmen. Und das fängt eben an bei Workshops, bei Antirassismus-Workshops, bei Fortbildung, bei allen möglichen Talk.